Was machst du da? Und hier riecht es schrecklich. Es riecht nach Jauche, irgendwie sauer, nach Müll. Ich kann es kaum beschreiben. Und eigentlich ist das hier alles Müll. Also die Arbeiter, die dieses Material da auf den Acker bringen, Kontakt war nicht möglich. Wir haben mir keinerlei Auskunft gegeben, wo dieses Zeug herkommt, was sie da auf dem Acker verbringen. Und da habe ich beschlossen, nächsten Tag, also fahr doch mal so ein LKW hinterher. Und da bin ich hinterher gefahren. Ja. Guten Tag. Haben Sie sich jetzt mal angeguckt, was Sie hier streuen? Ja. Hm? Sehen Sie nicht die ganze Plaste und das ist alles da drin? Den Müll? Ja, habe ich schon gesehen. Also ich bin ja zufällig hier an diesem Haufen damals vorbeigefahren und ich interessiere mich natürlich, was hier passiert. Und der Boden ist ja aller unser Boden irgendwo und wie unsere Erde. Und da habe ich das hier gesehen und jetzt an dieser Stelle habe ich gemerkt, alleine bin ich hier, fühle ich mich alleine, ich brauche Hilfe. Und da habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe jetzt hier in ganz kurzer Zeit, man muss überhaupt nicht suchen, herausgefunden, was gerade hier auf die Erde verbracht wird. Das ist ein großer Haufen und in dem Haufen befindet sich Plaste, alte Aluminiumtuben mit Verschluss auf Plaste, Folien diverse, Batterien, platt gemacht, Glassplitter. So wenig. Ich mache jetzt noch ein bisschen Erde dazu und ich werde jetzt sofort zum Telefon eilen, um das hier anzuzeigen. So, kurze Zeit später kam dann sehr schnell die Polizei und auch das Umweltamt. Es wurde verfügt,
diese Stoffe dort vorerst nicht mehr auszubringen. Also du hast einen Brief gekriegt, von wem? Von der Staatsanwaltschaft Stralsund. Bist du mal so gut und liest den vor? Ja. Ermittlungsverfahren gegen... Sehr geehrte Frau Schlesinger, den von Ihnen zur Anzeige gebrachten Sachverhalt habe ich nach Durchführung der gebotenen Ermittlungen geprüft. Jedoch von weiterer Strafverfolgung nunmehr gemäß § 170 Absatz 2 StPO abgesehen. Die Staatsanwaltschaft erhebt die öffentliche Anklage nur dann, wenn der hinreichende Verdacht besteht, dass der Beschuldigte eine Straftat begangen hat. Die Untersuchung der Kompostprobe hat ergeben, dass der Anteil an Fremdbestandteilen laut Düngemittelverordnung im zulässigen Bereich gelegen habe. Ein Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Pflichten der Tatbestandsvoraussetzung des § 324a Strafgesetzbuch wäre, konnte nicht festgestellt werden. § 324a ist Bodenverunreinigung. Es gab also keine Tatbestandsvoraussetzung, dass das eine Bodenverunreinigung sei. Unterschrieben von der Staatsanwältin.